Okay, bin in der Lobby von Melo. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Lügen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Hallo? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sieh mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, Demir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Die scannen das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für Dampf ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Demir, es ist vorbei. Schalte ab. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und damit herzlich willkommen zu Watch Dogs. Diesmal sogar ohne Störung. Als ich das erste Mal versucht habe, kam ein Spast in unseren TS und hat mich voll gespammt. Wunderbar sowas. Da freue ich mich immer wieder. Und nun sind wir sogar einen Tag vor dem Release, glaube ich. Es müsste morgen sein. Kann ich das schon rausbringen? Hoffentlich. Well, das ist toll. Du musst mir glauben, Mann. Wer gab den Befehl? Komm, Mann. Sag doch. Ich weiß nicht. Du weißt es nicht. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir den Namen. Lena. Lena Pierce. Von einem Kind, das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach Mann, auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht wissen. Bitte! Wer gab den Befehl? Der Telefon ist akut, ich finde, das ist alles, was ich weiß, Mann, das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Ja. Einen Namen. Töte mich doch. Oh Gott. Oh nee. Okay.
Okay, schon besser. Erinnerst du dich jetzt? Nice. Die Ausrüstung, Mann. Ich feiere das Spiel jetzt schon. Booyah. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Nee, mit mir hat er nicht geredet, ne? Ja, dann hättest du wohl nicht meine Nichte getötet, ne? Hättest du ja auch nicht auf die Fresse gehauen. Cool, Dosen. Freue ich mich jetzt aber. Und ich habe einfach keine Munition. Stirb! Kann ich sonst nicht viel machen, okay. Dann wie wär's, wenn du jetzt deine Knarre wegpackst? Das wäre echt hilfreich. Bitte. Oh. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Nur zwei Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Shawty. Und hat es dann getötet. Kurz abgestochen. Musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. Achtes Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wenn ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst? Doch, voller Ernst. Dan, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dan, papa. Jordi, das ist ein Witz. Nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Ja. Deine Mutter ist ein Arsch. Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich. Ich hab keine Munition, Mann. V. Ja, oder bewegen. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Oh, Alter, fuck. Mann, dieses Licht muss ja jetzt sein, nicht? Gangbanger, Mann. Alles klar. Da stimmt doch irgendwas nicht. Roger the pull now by Jorge Sanova, who ended with an outstanding 15-7 record last season. Ah, okay. Ah, wie gesagt, willkommen zu Watch Dogs. Was ich jetzt hier auch schon am Montag hochlade, obwohl ich eigentlich erst wann wollte ich das machen? Am Mittwoch wollte ich das machen. Öffnen wir. Ah. Ja, ja. Ja, das bin ich. Du, ne? Was kann ich denn hier machen? Ah, ich kann von Kamera zu Kamera springen. Das ist ja geil. Das ist richtig cool.
Sehr schön. Nein, alles ruhig. Haha. Da ist ein bekannter Viceroy in der Bitlaun. Lass uns das überprüfen. Okay, ich komm hoch. Mach mal Halbland, Baby. Wir brauchen dich da unten. Pass auf, dass wir keine Überraschung haben. Yeah. Ich liebe dieses Spiel. Haha, einfach quer durch den Raum alles gehackt. Sehr schön. Er bewegt sich nicht, wenn ich mich dazu bringe. Ah, sehr schön. Herstellen. Jetzt muss ich diese Scheiße selber herstellen. Gott, ich liebe dieses Spiel. Rennfratze. Und nächste Tür. Oh fuck. Ja, kommen Sie her. Das ist doch scheiße, Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur hilft. Ey Mann, ich hab hier meine Tickets. Was die Hände, wo sie sehen kann. Der hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Weißwolf? Dun, 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 dun. Oh, die machen da richtig fett Party. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest mit nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest die Presse auf den Landkuchen aushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS mit einer dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Bad Boy 17. Bei dem läuft. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht rein. Okay. Ich kann. Ah, doch, ich kann von hier hacken. Sehr schön. So, dann muss ich hier mal gucken, was können wir denn hier hacken, Leute, ne? Ah, da ist eine Kamera. Sehr schön. Kann ich von hier weiter hacken? Hier ist eine Tür. Ah, ne, das ist ein Alarm. Den sollte ich vielleicht nicht hacken. Ja, ich kann den Mann. Oh. Ne, war richtig. Waffenrad. Herstellung. Ich kann freischalten. Blackout. Läuft bei dir. Läuft bei dem. Was ein krasser Typ, Mann. Wo gehen die hin, Mann? Ich hab Angst. Oh ne, jetzt kommt er auch noch. Komm nicht zu mir. Danke. Okay. Naja. Ganz einfach. Man merkt einfach das ganze Stadion kaputt. Zumindest das Licht. Wo bist du, John? Was? Weg! Hab ne Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was da gelassen. So ein Spaß, Mann. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir
Ich muss. Ganz unauffällig. Wir haben nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Geh weg von mir. Ups. Entschuldigung. So, jetzt mal gucken. Oh. Ja, erstmal Geld abkassiert. Dann habe ich so ein Gefühl, ich muss jetzt darüber. Ja, ja. Weh, weh. Dann renne ich jetzt einfach mal hin. Warte. Ach nee, Pizza. Ich dachte gerade, das ist die Polizei. Dann wäre das ja nicht so klug gewesen. Kamera. Was ist hier los? Ja, dann müssen wir wohl weiterlaufen. Noch keine Spur vom Verdächtigen. Wir suchen weiter. Ich spast bin einfach schon da, Mann. Ja, ja. Du bist auch du. Beschleunigung, Bremsen, Kurzgang, Handbremse. Nach hinten umsehen, Kamera wechseln. Ja, normal. Oh Gott! Bin ich gerade erschrocken, der Kra. Ich hab nicht normal, wie dieses Teil Gas gibt, ne? Leute, Leute. Was? Nee, ich will nicht. Ja, gleich mal die erste Verfolgungsjagd. Oh, dieses Spiel fängt gleich knallhart an. Ich habe eine grüne Welle, ich weiß nicht woran er... Oh Gott! Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Aber ich habe keine Batterie mehr. Ich habe keine Batterie. Und ich habe irgendwie einen Zivilisten verletzt. Aua. Aua. Leute, ich habe hier keine Batterie. Ich habe keine Batterie. Ich brauche mehr Strom. Gib mir Saft. Leute, mein Auto ist im Arsch. Wie soll ich denn fahren mit dem kaputten Auto? Aua. Oh ne. Ach man. Au. Okay. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt nicht so das Beste, was passieren konnte, nicht? Okay, okay, okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin schon fast weg. Ich bin schon fast weg. Ich muss jetzt nur versuchen. Oh. Oh Leute, das war knapp. Oh, ich dachte, das ist vorbei. Okay, also noch 200 Meter und dann fahre ich in die Wand. Ich pack immer vor, geh weg. Ich spast. Ich spast. Nee. Wenn ich jetzt wieder vor der Polizei weg muss. Oh. Ich spast. Ich bin einfach der größte Spast der Welt, Mann. Ja, gut, kann man hängen, huh? Bam. Ich muss da hoch. Das ist ja schön. So, dann gehen wir jetzt in mein Versteck. Ja, toll. Ja, überall Laptops, PCs, Mikrowelle und ein Beamer. Immer was. Warum sitzt du hier?
Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Fällt nicht besser davon, dass du uns die Wand boxt. So, ich würde sagen, das war dann für diese Folge heute. Und ich habe einen Skillpunkt gekriegt. Ja. So, dann zurück. Oh. Hacken. Kampf. Hergestelltes Fahren. Ja, danke. Das sehe ich jetzt erst. Ja, yeah, toll. Okay. Also, wie gesagt. Chemische Komponente. Muss ich jetzt hier Meth kochen oder so? Ja, schon okay. Wie gesagt. Ich wünsche euch viel Spaß. Noch restlichen Tag oder der nächste Tag. Und sagt dann auf Wiedersehen, Leute. Tschüss.